Wir sind hier bei der KVA Basel und haben heute einen mega spannenden Tag, weil von dieser Wärmepumpe, die hier eingebracht wird, wird heute das grösste Teil, das schwerste Teil eingebracht. Das ist 40 Tonnen schwer. Die Wärmepumpe wird die Abwärme von der KVA und von den beiden Holzheizkraftwerken nutzen können. Und das war für uns eine riesige Herausforderung. Der Boden ist nicht auf das ausgelegt, weil der Boden der kann gerade mal 2 Tonnen pro Quadratmeter aufnehmen. Wir brauchen aber, wenn wir das umrechnen, das Vierfache. Darum haben wir darunter, unter dem Boden, haben wir riesige Spriess unterstellen. Und wie die Spriessung aussieht, gehen wir jetzt gleich anschauen. Da stehen wir jetzt vor diesen Spriess, die wir einbauen mussten. Wir haben zum Teil, dass das überhaupt gegangen ist, müssen hier für eine Treppe Treppenläufe ausbauen. Nebendran, im Raum nebendran, wo das Modul dann gedreht worden ist, sieht es etwas anders aus. Es hat da verschiedenste Arten von Spriessen. Von solchen, die so 10-20 Tonnen aufnehmen können, über wieder ein normalere. Also man kann sich so vorstellen, wenn dann das mal alles fertig ist obendran, können wir die Spriessen wieder rausnehmen. Und das ist dann ziemlich ein leerer Raum. Die Module werden nicht auf Rädchen hineingebracht, sondern werden die auf Luftküsse hineingebracht. Die Luftküsse, das wird mit Druckluft, werden die aufblasen. Die haben unten eine Gleitschicht, der Boden ist auch mit einer Gleitschicht versehen und können so relativ einfach hineingeschoben werden. Ich arbeite jetzt schon einige Jahre und so etwas habe ich noch nie erlebt. So grosse Lasten mit so aufwendiger Spriessung einbauen, das ist für mich eine Premiere. Und das ist das, was extrem Freude macht und auch man sieht, es funktioniert, es hat geklappt. Die 40 Tonnen sind drin und das ist einfach lässig.